Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Während Banjo-Kazooie für die Nintendo 64 entwickelt wurde, wusste das Entwicklerteam von Rare schon, dass sie einen Nachfolger machen werden. Bevor das Sequel entwickelt wurde, wollte das Team diejenigen belohnen, die den ersten Teil gespielt haben. Also wurden geheime sammelbare Items in den Spielwelten versteckt. Verschiedenfarbige Eier und einen Eisschlüssel. Diese Items hätte man auf das Spielmodul des Nachfolgers Banjo-Tooie übertragen können. So hätte es funktioniert. Das Banjo-Kazooie Spielmodul hätte die Übertragung vorbereitet. Dann hätte man die Konsole ausgeschaltet oder angelassen und in kürzester Zeit das Modul gegen das von Banjo-Tooie eingewechselt und die Konsole gegebenenfalls wieder eingeschaltet. Dann wäre die Übertragung abgeschlossen. Daher auch der Name dieses Features, Stop and Swap. Es gab auch die Idee, Items von Banjo-Kazooie zu Donkey Kong 64 zu übertragen. Doch Nintendo verhinderte das alles. Aus einem Fax von Nintendo an Rare geht hervor, dass sie Bedenken hatten, dass Stop and Swap nicht zuverlässig funktionieren könnte oder die Konsole einen Schaden erleiden könnte. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Seit jeher gilt es in den Pokémon-Spielen, alle Arena-Orden zu sammeln. In der ersten Generation von Pokémon gab es die folgenden Orden. Felsorden, Quellorden, Donnerorden, Farborden, Seelenorden, Sumpforden, hier muss ein Fehler unterlaufen sein. Tatsächlich, die Namen von zwei Orden wurden vertauscht. Denn der Seelenorden sollte eigentlich der Sumpforden sein und, naja, umgekehrt. Was ist passiert? Als das Spiel von Japanisch zu Englisch übersetzt wurde, haben die Übersetzer die Namen der Orden verwechselt. Ich meine, was hat denn Sabrina, Meisterin der Psyche-Pokémon, mit einem Sumpf zu tun? Und was hat der giftige Ninja-Meister Koga denn mit einer Seele zu tun? Wir blieben von diesem Fehler nicht verschont. Die amerikanische Version des Spiels wurde genutzt, um die deutsche Übersetzung anzufertigen. Der Fehler wurde daher übernommen. Um Verwirrung zu vermeiden, ließ man dieses Malheur bis heute fortbestehen. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Dass ostasiatische Namen in westlichen Versionen von Videospielen und Serien gerne mal umgeändert werden, ist nichts Ungewöhnliches. Der Grund? Westliche Namen sind für uns einfacher auszusprechen und zu merken. Bei der Visual Novel Spielereihe Phoenix Wright Ace Attorney wurde sowas vorgenommen. Und sogar noch ein bisschen mehr. In Japan heißt die Reihe Gyakuten Saiban, was auf Deutsch übersetzt sowas wie Wendung im Gerichtsverfahren bedeutet, aber... Moment mal! Da kommt noch mehr. In der westlichen Version wurde Hauptcharakter Phoenix Wright, der im japanischen Raum eigentlich Ryuichi Naruhodo heißt und auch Japaner ist, kurzerhand in einen US-Amerikaner umgewandelt. Folglich besucht man offensichtlich traditionelle japanische Orte im Spiel, die laut westlicher Fassung aber in der Nähe der US-amerikanischen Stadt Los Angeles sein sollen. Die Partnerin von Phoenix Wright, Maya Fey, schwärmt immer davon, dass sie gerne Hamburger isst. Im japanischen Ursprung ist sie verrückt nach Nudelsuppe. Man kann Dinge ändern, aber sie müssen auch nicht so drastisch sein. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Für viele Fans ist der erste Teil der Mirror's Edge-Reihe immer noch der Fan-Favorite. Und auch bei der Fachpresse kam das Spiel ziemlich gut weg. Bemängelt wurde jedoch die relativ kurze Spielzeit. Nach 6 Stunden ist nämlich der ganze Spaß vorbei. Aber, wie bei anderen Spielen auch, gibt es ungenutzte oder nicht fertiggestellte Inhalte, die man während der Entwicklung wegkürzte. Was man durch das Freispielen der Artworks im Spiel erfährt, ist, dass ein Gefängnislevel geplant war. In diesem verworfenen Abschnitt hätte man vermutlich die Schwester der Protagonistin aufgesucht. Auch gibt es eine Konzeptzeichnung von einem Verhörraum, der sich im Gefängnis befunden hätte. Warum man dieses Level verwarf, ist nicht bekannt. Das Entwicklerteam nutzte auch nicht die Chance, das Level als DLC nachzureichen. In der PC-Version des Spiels existieren außerdem noch eine Menge ungenutzter Musikstücke. Die weisen darauf hin, dass möglicherweise noch mehr Content verworfen wurde, als uns bekannt ist. Gepaart mit dem Gefängnis hätte das Spiel vielleicht eine längere Spielzeit gehabt. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Kreative Kämpfe in dem Roguelike-Kartenspiel Inscription sind fast schon... normal. Ein gutes Beispiel liefert ein Bossgegner im späteren Spielverlauf. In Phase 1 des Kampfes stellt der Boss eine Internetverbindung her, was in dem Spiel einmalig ist. Danach erscheinen Karten auf dem gegnerischen Feld, die ihr auf jeden Fall wiedererkennen werdet. Denn die Karten des Gegners tragen die Namen und Profilbilder eurer Freunde aus der Steam-Freundesliste. Und obwohl das Spiel ein reiner Singleplayer ist, bekommt ihr später eine Karte auf eure Hand, die ein anderer zufälliger Spieler erstellt hat, der auch gerade Inscription spielt. In Phase 2 erwidert ihr diesen Gefallen für einen anderen zufälligen Inscription-Spieler. Ihr erstellt eine Karte, mit der jemand anderes einen Kampf gegen den gleichen Boss austragen muss. Gewinnt dieser Spieler, der eure Karte erhalten hat, die erste Phase, habt ihr automatisch Phase 2 gewonnen.
Ansonsten müsst ihr kämpfen. Trotzdem, echt cooles Konzept. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Für viele Spielerinnen und Spieler war dieser Kampf in The Legend of Zelda Ocarina of Time epischer als jeder Bosskampf. Das Duell gegen den sogenannten Dark Link. Im Wassertempel dient er als Miniboss in einem mysteriösen Raum, was diesen Kampf nur spannender macht. Aber habt ihr das gewusst? Dark Link kopiert nicht nur die Angriffe von Link, sondern auch etwas anderes. Denn die Höhe der Gesundheit von Dark Link ist gleich der Anzahl der Herzcontainer von Link. Hat Link eine maximale Gesundheit von nur 3 Herzcontainern, hat Dark Link auch nur 3 Herzcontainer und man kann ihn somit schnell besiegen. Hat Link stattdessen 15 Herzcontainer, dann hat Dark Link auch 15 Herzcontainer und es wird länger dauern, ihn zu besiegen. Man kämpft also wirklich irgendwie gegen sich selbst. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Videospiele, die auf Filmen basieren, werden immer sehr kritisch beäugt. Denn ja, meistens sind sie schlecht, aber auch nicht immer. 2004 erschienen für den damaligen Spider-Man 2-Film mehrere Videospielvarianten. Spider-Man 2 für die Heimkonsolen war ein Open-World-Spiel mit einer für damalige Verhältnisse tollen Grafik und hatte genügend Content. Die PC-Version wiederum hatte andere Ansätze. Die freie Erkundung war sehr stark eingeschränkt, die Grafik vergleichsweise schwach und die Spielzeit sehr kurz. Spider-Man 2 für die Heimkonsolen wurde von der Fachpresse gelobt. Und die PC-Version, naja, ihr könnt's euch denken, nicht so toll. Es waren zwei komplett unterschiedliche Spiele. Aber warum wurde die Konsolenversion nicht auf den PC portiert? Darauf gibt es leider keine eindeutige Antwort. Die naheliegendste Erklärung ist, dass es eine knappe Deadline gab und eine Portierung zum PC zu lange gedauert hätte. Stattdessen wurde während der Entwicklung der Heimkonsolenversion eine eigene PC-Version entwickelt. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Man erkennt direkt an der Musik, um welches Spiel es sich handelt. Undertale. Mit diesem Spiel erschuf Entwickler Toby Fox einen sensationellen Hit. Aber die Geschichte des Entwicklers fängt nicht bei Undertale an. Weil Toby Fox ein großer Earthbound-Fan ist, hat er damals im Jahr 2008 den Earthbound Halloween Hack entwickelt, welcher storytechnisch in einer alternativen Timeline spielt. Earthbound galt schon jeher als Inspiration für Undertale. Und in diesem ROM-Hack existiert schon das bekannte Megalovania-Lied. Zuvor nutzte er in seinen frühen Jahren den RPG Maker 2000. Das ist eine Game Engine, mit der man einfache 2D-Spiele entwickeln kann. Diese Engine bietet nicht genügend Möglichkeiten, um so ein Spiel wie Undertale zu realisieren. Für das Spiel wurde das Game Maker Studio genutzt, das schon mehr drauf hat. Im Jahr 2013 wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um das noch nicht existierende Spiel zu finanzieren. $5.000 waren das Ziel, was mit über $50.000 deutlich überschritten wurde und damit war Undertale geboren.